Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Blattgrün. Wir sind hier auf den Islands 3 und bestreiten direkt unseren nächsten Kampf direkt hier gegen dieses freundliche Mädchen. Und zwar machen wir das mit, Level 43 Magie. Let's go. Let's test it. What can you do for me? Yo, Pokémon. Ne, das ist nicht gerade das, was ich jetzt haben wollte, aber nun gut. Hey, ein kleines Mädchen. Plancha Alexis. Oh, Alexis. Ja. Oh, das war natürlich ganz schlecht gewählt. Warum bloß? Naja, egal. Wow, what the fuck? Das hat nicht gereicht. Das ist natürlich schade. Das wird doch mal ein Flammenwurf. Tschüss, Stern, du. Normalerweise, ja. Ja. Adios, Stern, du. Als nächstes wird Stern, du in den Kampf geschickt. Ja, möchte ich. Ich wechsle es gegen Stefan aus. Wobei, halt. Nein. Stefan ist schon Stufe 46. Nehmen wir mal Dragonier. Weil Dragonier hat er intelligenterweise auch eine Attacke, welche mir hier sehr helfen wird. Wobei es einfach unnötig ist, diesem Pokémon diese und diese Attacke beizubringen. Ich zeige euch gleich warum. Wenn ich mich nicht irre, sind unsere Werte nämlich auf den Angriff ausgelegt. Also auf den normalen Angriff, nicht auf den Spezialangriff. Aber nun gut. Das können wir jetzt am Ende des LPs sowieso nicht mehr ändern, außer wir würden uns ein neues Dragonier fangen und das Ding nochmal bis Level 40 leveln. Da ich glaube, dass gerade mal Rune oder ich keinen Bock darauf haben. Naja, egal. Krabbi. Hey, ein Krabbi. Wow, cool. Das nächste wird Krabbi in den Kampf geschickt. Ne? Da habe ich nichts gegen. Ist okay. Donnerblitz. Na, kriegen wir jetzt ein Level up oder muss ich es gleich im Bericht schauen? Na, ich muss es im Bericht schauen. Okay. Was geschieht jetzt? Nichts. Ich entführe dich und dann ist vorbei. Nein, Chat. Pokémon, Dragonier, Bericht. Ja. Naja. Es geht. Spezialangriff oder Angriff. Und das werden wir sehen, in welchen Leveln sich das nachher weiterentwickelt. Ja, wenn man sich zum Beispiel das hier anschaut, klar, Simsala ist ein gutes Beispiel, aber das ist auf Spezialangriff und Initiative ausgelegt, das ist nun mal so. Und dies hier, gehst du rein, guckst du Spezialangriff um einiges höher als Angriff. René, gehst du rein, siehst du, dass du wieder einen Fail hast, weil die Verteidigung und die Spezialverteidigung hoch sind, das ist kein Tank. Mit den Attacken, Moment mal, welche Attacken? Aquawelle, Aquahaubitze bis Surfer. Spezial. Ja. Angreifer setzt eine Runde aus. Mit 90 Genauigkeit. Okay. Komm mir vor, fast vor wie so ein Solarstrahl für Wasser-Pokémon. Nee, aber ohne Witz, das bringt uns so einfach gar nichts. Aber naja, egal. Also, Dragonier nach oben. Und ab gegen die nächste Kleine hier. Mein Holzer sagt, dass ich ohne meine Schwimmreifen nicht schwimmen kann. Beweis hier das Gegenteil. Und ertrinke. Haha. Nein, Schatz. Also, wenn ihr zu Hause nicht schwimmen könnt und so, ne? Also, nehmt lieber einen Schwimmreifen. Das ist nicht peinlich. Versucht schwimmen zu lernen, aber ertrinken mir nicht. Nicht, dass es nachher heißt, ich habe euch in den Tod getrieben. Bloß nicht. So, Level 46 incoming. Okay, dann halt gegen Quapuzzi. Ich hab schon. Er kommt schon. Olle! Level 46 incoming! Jetzt aber. Geht doch. Dragonier reicht Level 46. Der Angriff wird immer höher als der Spezialangriff. Das ist nicht gut. Naja, müssen wir halt ein bisschen mit den Attacken umgehen. Und mit dem Typvorteil spielen.
Ansonsten, naja, auf die Werte können wir recht verzichten. Da haben wir uns eh schon zu viel verpatzt. Naja, egal. Hey du! Du wirst jetzt aber gegen unser Volnona antreten. So, der salzige Geruch des Wassers, es erfüllt mein Herz mit Freude. Nein, er erfüllt mein Herz mit Freude. Ist ja der Geruch und nicht das Wasser. Flammenwurf, Flammenwurf, du. Tschüss, Knuffenser. Knuff, Enser. Ja, nach diesem Trainerkampf sind wir vielleicht Level 44. Trigaria. Oh, sehr schönes Pokémon. Habe ich persönlich auch nichts gegen. Kann man lustige Attacken beibringen. Nette Kombination. Aber naja. Level 44 incoming. Oh yeah. Magie erreicht Level 44. Sieht auch irgendwie da das Wesen total kaputt? Haben wir denn nirgendwo ein positives Wesen? Also diese neutralen Wesen. Schlimm. Bärenforst voraus. Ja, da sollten wir doch diese Irma suchen. Und dann suchen wir mal diese Irma. Hui. Der Zerschneider kann hier eingesetzt werden. Oh, wir haben kein Pokémon bei, was der Schneider einsetzen kann. Hurra. Du. Mist. Ich dachte, ich komme ohne Pokémon-Kampf hier durch. Mist aber auch. Naja, egal. Nein. Gegen die kämpfe ich doch jetzt nicht. Ohne Witz. So. Nein. Ui. Ein Ultrigaria. Ja, ich hätte ruhig einen Flammenwurf machen können, Mist. Egal. Ach komm schon. Was sollen denn diese ganzen Büsche? Ich kann sie doch eh nicht zerstören. So, jetzt mache ich aber kurz einen Flammenwurf. Für die Experience. So. Tschüss, Ultrigaria. War schön mit dir. Ich meine, die bisschen Erfahrungspunkte sind zwar gering, aber kann man trotzdem gebrauchen. Ja, 7x55. So gering sind die gar nicht mal. Hey du. Top Aider. Ach nee, nicht schon wieder. Diese Büsche nerven. Oho. Ein Traumato also. Na dann. Flammenwurf. Das reicht natürlich nicht. Flammenwurf. Tschüss, Traumato. Danke für die Erfahrungspunkte und wir sehen uns hoffentlich nie wieder. So, wo lang? Ich nehme an, da unten lang. Noch ein Traumato. Ich habe doch gesagt, ich will dich nie wiedersehen. Achso, diesmal ist ein weibliches. Oder was? Gerade ein weibliches? Ach, keine Ahnung. Mir egal. Fu. Nein, ich hätte einfach surfen müssen. Shit. Ach, komm schon. Was soll denn der Scheiß? Ist doch schrecklich hier. So, ja, das Wasser ist tiefblau. Ich möchte Surf einsetzen. Let's go. Nimm dich vor wilden Pokémon in Acht. Hey, du. Wie immer, Schnief. Oh, hilf mir bitte. Ein angsteinflößendes Pokémon ist dort vor kurzem aufgetaucht. Das war so gruselig. Das hat dir immer Angst gemacht. Ich bin zu verängstigt, um mich zu bewegen, aber ich möchte nach Hause gehen. Oh, hier ist es wieder. Nein, verschwinden, das macht mir Angst. Wow, ich will zu meinem Papa. Ein Traumato? Nein, ein Hypno. Okay. Dann Flammenwurf. Oh, Konfusion. Das war jetzt aber nicht nett. Beutel. Superball. Und A, B, Bui! Haha! Wieso? Geht doch.
Nein, meine Frage an euch. Wer hat früher auch auf seinem Gameboy oder weitere Handheld-Konsolen die ganze Zeit AB gedrückt, während, wie heißt das? Ach Mist, ich komme nicht drauf. Während ihr ein Pokémon gefangen habt, meine ich. Du hast also Irma gerettet, wie kann ich dir danken? Oh, Irma Schnuckepuck, verzeih mir. Papsi wusste nicht, dass du Angst und Probleme hattest. Ist schon gut, Papsi. Ich hab mich mit Red angefreundet. Aha. Dann belohn mich mal, du Arsch. Oh, was ist das? Das ist für mich? Woher wusstest du, dass ich seltene Gesteine liebe? Ja, jetzt gebe ich dem auch noch was. Ah, jetzt gebe ich dem auch noch was, als dass ich ihm... Mondstein. Ich erhalte jetzt einen Mondstein, wirklich. Naja, egal. Was machst du? Boing, boing. Hast du schon das Sprungspiel ausprobieren? Die Pokémon, die daran teilnehmen, boing. Einige machen boing und andere machen boing. Und wusstest du das? Boing? What the fuck? Was ist denn bei dem Gewürz? Am Grab lebt eine alte Frau in einer Hütte. Sie begutachtet Pokémon ganz genau. Es ist ein wenig merkwürdig. Okay. Na dann, wenn du es sagst. Cool. Zurück zu Island 1, bitte. Danke. Ich will hier weg. Ich will den 8. Orden haben. Dankeschön. Und adios. Hey, du lässt mich durch. Pokémon Center. Ho. Pokémon. Ey, wollt ihr nicht arbeiten an Maschinen oder was? Ach man. Oh, hallo, Red. Was hat dich aufgehalten? Wir haben es geschafft. Die PCs laufen wieder. Das haben wir unglaublich schnell erledigen können. Bill ist so wunderbar. Nein, es gab für mich nicht mehr viel zu tun, Celio. Das muss ich dir lassen, du hast viel gelernt. Oh, wirklich? Nun, da hast du es. Meine Arbeit ist getan. Wir können zurück nach Kanto. Celio, wir sehen uns. Red, es tut mir leid, dass wir dich heute weggeschickt haben. Ich verspreche, dass ich dir die Gegend ein anderes Mal zeige. Ja, tschüss. Ich hoffe auf nie Wiedersehen. Das war eine lange Fahrt, oder? Mein Kamerad Celio scheint deine Gegenwart genossen zu haben. Ich bin sicher, er würde dich gerne erneut willkommen heißen. Wenn du den Tree Pass hast, kannst du jederzeit mit der Fähre von Urania City zu ihm fahren. Danke für die Begleitung. Adios, muchacho. So, Pokémon heilen. Und dann geht's endlich auf zum letzten Arena-Orden. Oh, yeah. Danke, der Pokémon sind wieder topfit. Also, dann wollen wir mal. Haben wir Taubs dabei? Nein, haben wir natürlich nicht. Wir haben jetzt 6 Pokémon-Team. Wir sehen uns gleich in Vertania City wieder. Bis dann. So, Leute, sind wir wieder zurück vor der Vertania City Arena und der Arena-Leiter von Vertania City ist zurück. Genau, das ist er nämlich. Und deswegen werden wir es auch schnellstens rocken. Hey, du, kämpf gegen uns. Aber gegen wen? Gucken wir mal nach. Du kämpfst gegen... Alles irgendwie kacke. Dann nehmen wir lieber Alicia. Weil diese Arena verwendet Boden-Pokémon. Denn mein Anblick lässt deine Pokémon schaudern. Ja, sowas Hässliches habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Arbok. Okay, ich hätte jetzt kein Gift-Pokémon erwartet. Warum auch immer die sowas spielen. Das kann mir aber recht egal sein. Weil, wie ihr mich ja kennt, Psychokinese. Bam. Adios, Arbok. Weil wir haben ja nicht alle Attacken von jeglichen Typen für alle Pokémon. Tauros. Gegen Tauros nehmen wir Eisstrahl. Da hast du, glaube ich, nichts gegen. Eisstrahl ist nämlich ein Step und deswegen dürfte es für Tauros reichen. Mist, es reicht nicht. Ach komm schon! Stress mich doch jetzt nicht! Willst du mich veräppeln? Eisstrahl. Zumindest hat er ihm keine Beere gegeben. Gott, gibt's die Beeren überhaupt schon? Ich muss gerade überlegen. Vielleicht. Na egal, Spieler besiegt Domteur Henrik. Okay.
Ja, ich würde sagen, den Trainer macht dann Rune. Beziehungsweise, ja, den Trainer macht Rune und dann muss Rune sowieso hinten rum, um die ganzen Trainer zu machen. Genau. Also, bis zum übernächsten Part. Adios, ciao.